Herzlich willkommen, hier ist Episode Strick TV. Schau mal da. So sieht das Setting aus. Anders als bei mir in der am Küchentisch. Richtig professionell. Ich habe gerade ein längeres Gespräch gehabt mit Schweiz 5. Schau, das sieht so aus. Schweizer Kanal. Und da konnte ich können mit dem Hermann Ley, dem Rechtsanwalt, der ja bekannt ist, der ja einmal in den Medien war, habe ich da können ein längeres Gespräch führen. Und ich bin hier im Haus der Freiheit. Da sieht man hier. Haus der Freiheit. Oberhalb von Ebnat Kappel, glaube ich, ist das da. Und da hat es prominente Leute. Und zwar hat es da. Schaut da. Da hat es den Ulrich Schlür und den Toni Brunner. Und lustigerweise hat er gesagt, er will nichts sagen. Jetzt sind wir im Wunder, ob er wirklich nichts sagt. Wie lange hält er das aus, dass er einfach nichts sagt? Ich war so lange in der Politik, immer nur müssen sagen. Aber das ist das Privileg vom Alter. Man muss nicht mehr. Aber wieso heisst das? Wieso heisst das Haus der Freiheit? Ja, gut, ich habe überlegt, soll es Haus der Freiheit heißen oder Haus der Freude? Aber könnte man falsch verstehen. Freudenhaus. Ja, jetzt zu wenig Frauen da. Okay, da ist Ulrich Schlür, der ist der Gastgeber von der Sendung heute. Da hat es viele Frauen. Die schönsten Frauen aus dem Toggenburg trifft man immer im Haus der Freiheit. Ist das so? Wer ist das? Eindeutig. Okay. Ja. Und kannst du konkreter werden? Das wollen sicher alle gerne wissen, wo es schöne Frauen gibt. Du solltest schon mal das Servierteam sehen, oder? Das ist erstens ungeheuer tüchtig und zweitens alles schöne Frauen. Gut, also wir kommen wieder. Oh, da ist eine Kuh gerade am Heimgehen. Ich würde sagen, die Sendung war eine kurze. Ich gehe heute vielleicht noch mal live heute Abend. Nicht ganz sicher, weil es jetzt wieder ein bisschen anstrengend war. Wann wird das eigentlich ausgestrahlt hier? Heute 14 Tage, glaube ich. Recht im Kopf. Also 14 Tage, nach der dritten Welle wird das dann ausgestrahlt. Da. Oder ist es die vierte dann wahrscheinlich? Ja. Ja, genau. Okay, super. Danke mal. Hebe dir Sorgen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Glenn.